Hast du eine Freundin? Ja, hab ich. Hey meine Freunde, ich bin LokaM und das ist die Kader. Die Kader wird ab jetzt auch YouTube-Videos machen. Ihr könnt ihr Kanal hier, klick einfach hier drauf. Ja, so. Hier auf mein Gesicht draufklicken. Und wir werden heute etwas ganz Besonderes machen. Wir machen einen Bitch-Test, aber dieses Mal mit Jungs. Wir haben ja ganze Zeit diese Videos gesehen, wo Jungs immer Mädchen verarschen. Aber wie ist das eigentlich, wenn Jungs verarscht werden? Das wollen wir heute herausfinden. Hey, Entschuldigung, eine Frage. Ich habe dich gerade gesehen. Ich finde dich echt gut aussehen. Ah, danke schön. Ich wollte dich fragen, ob du etwas Zeit hast, vielleicht einen Kaffee trinken gehen. Ich muss schnell zur Bank und dann muss ich auch wieder weg. Ja, ja, okay. Ja, sorry, ne? Aber warte mal, warte. Ich kann eine Freundin mitbringen. Wir können dann zu dritt einen Kaffee und dann nachher zu ihr ein bisschen was trinken. Wie wär's? Weißt du nicht, ob du Bock hast? Ja, natürlich habe ich Bock. Und die auch? Zu dritt können wir das dann machen, ja. Abends oder wann? Abends, ja. Erstmal einen Kaffee trinken. Willst du mir dann deine Nummer geben und so? Dann können wir das alles machen. Ja, können wir machen. Ja? Okay. Hast du eine Freundin? Ja, habe ich. Du hast eine Freundin und du willst dich mit zwei Mädchen treffen. Ja, und? Ist das dein Ernst? Was, ist das denn, was bist du denn für einer? Bist du jetzt verarscht oder was? Nee, aber du dich selber, verpiss dich selbst. Das war's. Ich hoffe, ihr habt heute gesehen, wie es eigentlich ist. Es hat eigentlich gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Jungs sind so, Mädchen sind so, es kommt eigentlich nur auf den Charakter an. Und man hat leider heute wieder gesehen, dass man Menschen sehr leicht beeinflussen kann, auch wenn die in einer Beziehung sind. Das ist eher eine Kopfsache und mein Diss am Ende, der war einfach genial. Also, ich habe gelacht. Wie kann man sich so pushen? Also für ihren Diss auf jeden Fall abonnieren, dies, das. Bitch!